Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Guten Abend meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu Pikmin 3 Deluxe. Heute ist es soweit, heute werden ich und Sunny uns gegenseitig nur noch anbrüllen. Ja, Sunny ist noch hier. Hi, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich hatte euch versprochen, wenn Sunny mal bei mir ist, dann gibt's endlich die Versus-Folgen und er hat sich bereit erklärt, hier mitzumachen. Das ist so nicht ganz richtig. Also ich hatte einmal mit einem Kollegen hier das getestet, ob da irgendwelche Veränderungen ist. Wir machen trotzdem, auch wenn ich hier Map 2 schon habe, von Anfang an. Wir machen die Regel, dass wir keine Siegerdrops machen, nur einen Kameraden haben. Also wir könnten auch hier noch einen Kollegen dabei haben, aber machen wir nicht. Und wir starten stets mit 5 Pikmin. Also wir verändern das hier nicht. Wir machen uns keine 50 hier rein. Wir bleiben bei dem 5. Ja. Und natürlich freut sich Sunny darauf. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das werden. Ob da in jeder Folge ein Duell oder zwei drin sind. Oh, wir haben die Gelben zum Start. Links bin ich, rechts ist Sunny. Und jetzt heißt es erstmal sammeln. So, ich hole mir erstmal meine Pikmin. Wer das vom Versus-Modus nicht kennt, man hat da unten so eine Bingo-Leiste, man versucht die Viecher abzusammeln. Und wenn man das dann getan hat, dann kriegt man da unten so ein Fältchen. Der erste, der eine Reihe erfolgreich, der hat gewonnen. Ja. Ich sag voraus, ich werde sehr, sehr viel zensieren müssen. Es gibt kein Endspiel, das uns gegenseitig so sehr aufregt wie der Versus Modus von Pikmin. Das ist wohl wahr. Weil im Story-Modus, ihr erinnert euch an die Kubidos-Granate, da war sie nur eine Frucht. Im Versus-Modus ist es der absolute einzusammeln. Also, es ist die Pest für den anderen, wenn man dann irgendein zufälliges Item da oben bekommt. Übrigens, ich komm mal deine Erdbeeren, oder? Nein, lass das. Ich will sie aber haben. Nein, nicht. Das wäre ein Selbstmord, das lässt du. Was denn? Ihr wollt die Erdbeere da in der Mitte durchschieben. Ach so. Das wäre Selbstmord gewesen. Ach ja, und logischerweise können wir uns auch gegenseitig behindern, ne? Jo, das geht auch. Ich hätte aber trotzdem noch fies sein können und die da hintragen können, dann hättest du Schwierigkeiten, die zu holen. Ich brauche die Erdbeere, dann hätte ich schon gewonnen. Ich will sie haben. Ey, sehr froh, wenigstens habe ich nicht mehr den Vorteil, den es damals gab. Bei Pikmin 3 Deluxe bei der Wii U, hat der eine nämlich ein Gamepad gehabt und der auf dem Gamepad konnte halt ständig die Karte sehen. Ja. So, ich bin ein bisschen fies. Nein. So, das ist das, was man machen kann. Krisch! So, jetzt steht die wenigstens steil. Oh, lecker! Holt sie euch! Das sind meine! Der Vorteil ist, wenn ein Pikmin von Pikmin umgebracht wird, dann sind sie nicht weg, sondern sie werden einfach nur zur Base geschickt. So, und jetzt kommt das, was ich meinte. Jetzt kann ich dem Zagi nämlich zum Beispiel das hier antun. Man kann das jetzt nicht einfach mehr nur so drücken, muss auch noch in die Richtung nach rechts drücken. Nach rechts. Jetzt schon gedrückt halten und dann nach rechts. Das ist so. Jetzt ein anders offenbar. Ich will diese Erdbeere. Du verlierst all deine Pigments gerade, ne? Weil den Punkt kann ich auch dran gewinnen. Also mich stört das nicht. Sind deine Pigments nicht beide? Oh, danke, dass du ihn weglockst! Hacke! Ja! Erster Win, Leute! Ja, das ist auf mich fokussiert. Das ist der erste Win!
und so wird's weitergehen, Leute. Wir spielen jede Map einmal. Und danach nie wieder. Danach spielen wir das privat weiter. Außer ihr wollt vielleicht noch mal ein paar Folgen, vielleicht kriege ich es dann überredet. Erster Punkt geht an mich. 12 haben wir. So, nächste Runde. Quelle des Ursprungs. Wir können übrigens auch gucken, welche Pigmentarten es gibt. Gibt es irgendwelche neuen? Nein, aber dann weiß man wenigstens, welche es gibt. Die hatte ich übrigens im Story-Modus angesprochen. Die kam aber nicht vor. Das Liederle, das ist immer so stark wie normales Pigment. Scheinlich und das weiße Pigment, das ist giftig. Und kann auch noch richtig schnell graben. Das kann auch richtig schnell zuschlagen, aber macht dann weniger Schaden. Quell des Ursprungs. Oh. Du bist, kann, ey, du kannst froh sein, dass wir die Siegerdrops nicht drin haben. Weil dann hätte man so einen Drop in der Base, ein Item, das bräuchte man dann nur klauen und dann hätte man instant gewonnen. Und wenn man mit dem blauen Ikus mich da, also selbst zensieren, dann könnte man einfach durchs Wasser waschen, eben zur gegnerischen Base und das Ding einfach mitnehmen. Während der gerade nicht anwesend ist. Ja, das ist echt teilweise echt das ist absolute Rotze, deswegen lassen wir das. Auch wenn ich das immer liebe, wie Sunny dann ausrastet. Ja, weil ich es irgendwie dann immer nicht mitkriege und dann kommt so ein kommt so ein Shining vorbei und sagt sich, jo, hallo, ist meins. Und wir weg. Ja, ist ja auch richtig so. Ja, lauf. Links, rechts auf dem Steuerkreuz mal ausweichen, ne? Ah. Ich sag's dir extra, weil du es gleich vergessen hast. Hatte ich tatsächlich vergessen. So, tötet es! Tötet es! Oh, lecker! Der Krieg fängt schon an. So, ich gönne ihn jetzt auch. Holt es euch. Attacke. Wie gierig die aber auch auf die Viecher sind. Mhm. Holt es euch. Ist klar, dass die Viecher mehr Angst haben vor dem Pigment als umgekehrt. Nee, das ist wieder so ein Ding, wie immer. Hallo. Oh, ich hasse sie. Tatsächlich halten sie hier weniger aus als im vorherigen Teil. Okay. So, das nehme ich mal mit, das ist wunderschön. Das Ding hat angefangen, deswegen habe ich es mitgenommen. Und irgendeiner von meinen ist faul, weil ich habe 9 daran gesetzt und nur 8 tragen. Oh ja, das nehme ich. Damit habe ich nämlich eine lustige Idee. Wir drücken übrigens kein Minus, um zu gucken, weil die Base vom anderen ist. Aber da dein Pikmin da was bezahlt ist, kann ich uns nicht denken, wie es ist. Ich war gerade sehr, sehr mies. Danke fürs Ablenken. Ich gönn mir meine. Meine Pikmin sind kein Futter. Ich gönn mir meine. Lass das. Aber ich wollte es haben. Sunny, der Moment ist gekommen. Nein, den Kampf auf deiner Base, auf den Kampf lasse ich mich nie ein. Den verlierst du, ne? Weil ich kann die hier nachholen. Oh, Sunny. Du bist ein kleiner. Oh, Sunny, du machst nur Ärger. kaum was getroffen. Schade. Hast du gemerkt, dass ich da was hingesetzt habe? Habe ich. Nochmal schnell, oh, das Spiel liebt mich. Ah. Steigen. Ja, ich hab gesehen. Oh, aua. Ich hab 20 erwischt, jawohl. Okay. Hui. Ja, toll, was soll ich denn mit 4 Pigments machen? Du kannst die Kaulquappen absammeln. Ich hab mir gerade überlegt, und du kannst Kupidos-Granaten einsammeln, da kann man auch mal schnell noch einmal kriegen. Noch habe ich nicht gewonnen. Im Übrigen, es gibt nicht jedes Teil unendlich oft.
Ach ja, und wir haben auch noch die Regel, Glücksmurmeln werden nicht eingesammelt. Außer es geht nicht mehr anders. Glücksmurmeln geben einem nämlich einen zufälligen Teil von dem Bingo-Feld. So, ich kann die Kröte ja hier mal tot im Wasser liegen lassen. Dann kannst du die gleich mitnehmen, dann hast du ein paar Pikmin wieder mehr. Guck, ich bin freundlich. Ich und meine Pikmin-Armee. Deswegen liebe ich den Versus-Modus. Ach, guck mal, ich krieg schon wieder was Schönes. Das Ding ist, ich kann die Kröte, glaube ich, nicht mal mitschleppen, weil ich nur 4 Pikmins habe. Ich habe gehört, du willst auf den Reifen. Ich bin gerade von hier gekommen, ne? Nur mal. Ist was im Schuh drin? Weiß ich nicht. Warte, ich muss mal da reingucken. Hier drin stinkt's! Ich bin wieder raus. Oh, du brauchst nur noch eins. Den Apfel brauchst du. Ne, nimm dich mit! Ihr sollt nicht das schlafende Vieh schieben! Guck mal, warum wacht es nicht auf? Weiß ich nicht. Ich verstehe nicht, warum es nicht aufgewacht ist. Nein, du Ich wollte ganz schnell und halt in die Rohre mitnehmen. Wenn ich dir schon deins vermiese, dann kannst du meins auch haben. Ich bin Fairplayer. Ausnahmsweise. Ich hatte gerade schon 20 Pigments geraubt, das reicht. Ich könnte das andere Vieh übrigens auch gerade easy umbringen, weil ich über 40 Pigments habe. Ja gut, ich habe 4, was soll ich da machen? Du könntest dir hier die Kleinen greifen, ich will die nicht. Brauch die nicht. Obwohl, doch, brauche ich. Außerdem wollte ich das haben. Ich glaube, es gibt noch einen Erfolg, wenn ich noch eine dritte eine schaffe. Okay. Warte mal. Dafür bräuchte ich aber den großen. Warte mal. Ich glaube, einen Erfolg gab es dafür, wenn ich jetzt die Zitrone nehme. Bist du die Zitrone? Nein. Wo ist die Zitrone? Ich will einmal kurz Karte. Ach, du kannst auch Minus drücken, ne? Ah. Dann kannst du auf die Karte gucken. Ich wusste jetzt nicht, dass die Karte jetzt nur so ist. Gut, das ist natürlich nützlich, aber wo bin ich? Da unten in der Ecke. So mal, wer hat dir denn erlaubt, Pikmin zu haben? Ach stimmt, das war ja ich. Das nehme ich und das nehme ich. Ich will diesen Erfolg noch haben. Danach können wir ernsthaft spielen. Was macht der hier? Was macht einer von deinen Leuten hier? Was, der hat mich eben angegriffen und ist mitgekommen. Ich schicke euch auf eine Reise, ne? Guck, ich hab dich vor meinem gerettet. So. Ich hab's gerade, glaube ich, abgesammelt. Das ist die nächste Cupidus. Hä? Ja, wenn du Minus noch andrückst. So. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Erfolg gibt. Wenn ich jetzt hier das kleine Viech da einsammel, dann muss ich 2 Reihen gleichzeitig füllen. Ja, der Sieg geht an mich. Komm, Steinchen nochmal zum Schluss. Ich glaube, wir kriegen 3 Duelle pro Folge hin. So, ich habe 2 Reihen gleichzeitig zum Ende gefüllt. Sie haben halt jetzt auch eine Folge hinzugefügt bei Pikmin 3 Deluxe. Was haben wir hinzugefügt? Sie haben halt bei Deluxe Erfolge hinzugefügt. Folge? Erfolge. Ach, Erfolge. Okay. Warte mal, kann ich dir auch mal eben zeigen? Sunny kennt das noch nicht. Hier, Medaillen. Da gibt's dann halt so Erfolge, die kann man freischalten. Ah. Ich guck mal eben kurz, was hier die Erfolge sind, bevor wir weitermachen. Itemmeister, du hast verschiedene Items benutzt. Ach so, und mit dem Siegertrop eine magische Wende. Okay, wir müssen einmal ein Siegertrop-Duell machen. Na, von mir aus. Hier in der Höhle machen wir ausnahmsweise mal eine Ausnahme.
Oder wisst ihr was? Wir machen das mal bei der nächsten Folge. Dann kann ich die Videos nämlich auf 15 Minuten halten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn Sunny wieder schreit.